Oh. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Schaut mal, ein Schokobrunnen. Uns erwartet was Leckeres. Oh nein, ich glaube, ich habe mich geirrt. Ist ja voll eklig. Wow, und ich habe ein Happy Meal. Emma, schau mal, ich habe ein Happy Meal. Ein ganzes Set. Wow, das sind ja meine Lieblingspommes. Und ein Cheeseburger. Pommes und Cheeseburger, ich mag die so sehr. Oh, die sind ja noch heiß. Was könnte besser als Pommes sein? Natürlich nur Pommes mit Schokolade. Die perfekte Kombination aus Süßen und Salzigem. Wieso wird das nicht einfach so serviert? Oh, ich habe mir was überlegt. Ich kipp die Schokolade einfach hier rein. Mann, ist das köstlich. Ich will auch was. Leider habe ich alles aufgegessen. Aber ich habe ja noch einen Cheeseburger. Ich frage mich, wie der mit Schokolade schmecken wird. Sowas habt ihr sicher noch nie probiert. Wow, das schmeckt verdammt gut. Ich liebe es. Wunderbar. Hey Emma, was sitzt du traurig rum? Isst deine Hühnerfüße. Ich weiß, ich will aber nicht. Die sind voll ekelhaft. Aber dafür kann ich die benutzen. Hey, hör auf, du solltest die Dinger essen. Na, mach schon. Okay. Ja, ja, okay, ich mach mich ja schon an die Sache. Oh, schau dir diese hässliche, trockene Haut an. Und diese scharfen Krallen. Ich versuche einfach nicht zu atmen. Mann, wieso habe ich sowas Ekliges bekommen? Ich hoffe, das ist bald vorbei. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich auch. Das war furchtbar. Oh, ich muss sofort was Süßes essen. Hey, das darfst du so nicht machen. Aber dafür geht's mir jetzt besser. Kann ich als Erster anfangen? Nein. Bitte? Ja, okay, jetzt mach. Na, super. Was? Zitronen? Haha, Marie, bist du damit zufrieden? Und was hast du bekommen? Wow, das wird ja super süß. Na, willst du anfangen? Okay, dann fange ich einfach an. Oh, ich hätte den Schoko-Überguss fast vergessen. Hm, jetzt kann ich meinen Lutscher mit Schokolade auch noch in die Streusel tunken. Na also, jetzt sieht er gleich viel bunter aus. Mann, schmeckt das gut. Marie, der gehört dir nicht. Mach dich an deine Zitronen. Ja, danke, dass du mich daran erinnert hast. Oh, die sind doch mega sauer. Oh, ich will nicht. Ich hoffe, dass die Schokolade mir wenigstens ein bisschen helfen wird. Nein, Moment. Ich lass mir was einfallen. Hey, schau mal, was fliegt denn da? Was? Ich sehe nichts. Willst du mich etwa austricksen? Okay. Du musst sofort deine Zitronen aufessen. Ja, gut. Jetzt schrei bloß nicht. Ich will das aber nicht. Ist ja voll sauer. Ich kann gar nicht hinschauen. Nur noch ein Stück. Das war furchtbar. Jetzt wein doch nicht, Marie. Dafür sind Zitronen gesund. Die Stärkste wird gewinnen. Oh Mann, du bist eine gute Gegnerin. Tja, ich habe mit meinem jüngeren Bruder trainiert. Ja, ich habe doch gewusst, dass ich gewinnen würde. Was ist denn das? Oh, das sind ja Gummibärchennudeln. Super. Die sind so köstlich. Ach, große Sache. Ich hoffe, ich krieg auch was Leckeres. Nein, bloß nicht das. Ah, das ist ja cool. Ich will nicht. Hey, bleib hier. Du musst die Dinger essen. Aber ich kann nicht. Du kannst das. Du musst sie einfach in die Schokolade tunken. Ja, okay. Einfach nur in die Schokolade tunken. Oh Mann, das wird sich ja ganz schön scharf. Aber ich probiere mal was. Vielleicht ist das ja gar nicht so scharf. Okay, das habe ich geschafft, also kann ich den Rest auch noch aufessen. Oh nein, das ist ganz schön scharf, den Rest schaffe ich nicht. Du musst aber, Emma. Okay, ich muss das einfach mit Humor angehen. Schaut mal, als hätte ich Krallen. Und die tunke ich jetzt in Schokolade. Und jetzt werde ich die auch noch aufessen. Etwa so. Und es ist mir egal, dass die scharf sind. Was ist denn mit dir los?
Ich glaube, die Flammen des Drachens brechen gleich aus. Ich muss mich abkühlen. Emma, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Na super, jetzt kann ich mich an meine süßen Nudeln machen. Na, ab in die süße, flüssige Schokolade. Oh, schau dir das mal an. Sieht das nicht perfekt aus? So schön und so lecker. Ha, wer braucht schon diese Stäbchen? Ich will einfach die Schokolade in die Schüssel füllen. Oh, das ist ja voll die coole Idee. Schokosuppe mit Nudeln. Das ist einfach klasse. Wow, so verlockend. Tut mir leid, Emma, aber ich habe schon alles aufgegessen. Aber das war richtig gut. Darf ich? Ja, klar. Na, was ist denn das? Hier ist was verfault. Was für ein Gestank. Und was hast du? Ich habe einen Hotdog. Ich liebe Hotdogs total. Ich auch. Da hast du Glück gehabt. Ja, ich bin hier die Glückliche, aber du kannst anfangen mit deinem Fisch. Wie soll ich den denn essen? Der schaut mich an. Einfach unerträglich. Allein vom Geruch wird mir schon schlecht. Ich hoffe, ich werde das überleben. Let's go! Was für ein Horror. Okay, diesen Fisch habe ich geschafft. Es ist nur noch das Skelett übrig. Voll ekelhaft. Oh, mein Hotdog riecht so gut. Übrigens, ich habe Hotdogs mit allen möglichen Soßen probiert. Mit Ketchup, mit Käsesoße, mit Senf, aber noch nie mit Schokolade. Oh, das schmeckt einfach erstaunlich. Unglaublich gut. Große Sache. Das war gut. Und Trommelwirbel, es geht weiter. Oh, was für tolle Törtchen. Und alle nur für mich. Nein, bloß nicht das. Ha, und ich habe Törtchen. Und die werde ich jetzt essen. Mm, das ist Zitronengeschmack. So schön süß. Und da kommt jetzt Schokolade drauf. Oh, ist das nicht schön? Mann, das schmeckt gleich noch besser. Let's go! Emma, willst du vielleicht mit mir teilen? Bitte? Ja, okay. Hier, bitte sehr, kannst du haben. Haha, bist du wirklich drauf reingefallen? Natürlich gebe ich dir die Dinger nicht. Ich werde die nämlich ganz alleine aufessen. Ein Törtchen, zwei Törtchen. Das ist voll lecker. Und ich habe Brummeln im Magen. Na, ist deine Zwiebel. Ist ja eklig. Hauptsache nicht atmen. Und vielleicht noch die Augen schließen und nicht hinschauen. Ich kann gar nicht aushalten, wenn meine Mama Zwiebeln schneidet. Da muss ich immer heulen. Oh, Marie, du Arme. Hier hast du ein paar Taschentücher. Wisch dir die Tränen weg. Danke, Emma. Oh, thank you. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe eine Idee. Ich muss mir einfach die Nase zuhalten. Okay, jetzt geht's viel besser. Eins, zwei, drei, weiter geht's. Ja. Was ist denn das überhaupt? Ich habe Marshmallows, süße, leckere Marshmallows. Und du hast was Ekliges, bla 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 bla. Und ich kann jetzt meine Marshmallows in die Schokolade tauchen. Und jetzt füge ich noch ein paar Streusel hinzu. Oh, was für schöne Sterne. Das sieht so toll aus, das will ich ja gar nicht essen. Wobei, wem mache ich was vor? Einfach mega gut. Okay, jetzt kommst du dran. Was soll ich denn mit diesen Dingern machen? Die sind ja voll glitschig. Emma, hilf mir. Hier, bitte sehr. Das ist eine spezielle Gabel für deine Austern. Für Austern? Oh. Ach so, ich soll sie mit der Gabel essen. Und ich dachte schon, ich muss auf dieser Muschel herumkauen. Sieht aber trotzdem richtig eklig aus. Wie schmeckt das denn? Schmeckt überhaupt nicht. Ach du Arme. Hab ein bisschen Geduld. Du hast es ja fast geschafft.
Ja, ich bin fast damit fertig. Wie meintest du, Emma? Austern? Eklige, schleimige Austern. Igitt. Ah, oh, wie ekelhaft. Wieso mögen Erwachsene Austern? Du hast alles aufgegessen. Gut gemacht, Marie. Darf ich als Erste weitermachen? Okay. Nur zu. Oh ja, das sind ja M&M's Kekse. Und was hast du da, Emma? Okay. Sind das Kakerlaken? Nein, das sind Garnelen, Dummerchen. Darf ich anfangen? Ja, okay. Viel Spaß. Oh, mein Keks. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie köstlich du sein wirst, wenn ich dich erstmal in die Schokolade getunkt habe. Das ist unglaublich lecker. Lecker, meinst du? Gibst du mir auch was? Wieso sollte ich? Du hast deinen eigenen Teller. Und die Kekse gehören mir. Ich frage mich, ob ich auch einen Turm aus Keksen essen kann. Der wird sicher nicht in den Mund passen. Aber drei Kekse könnte ich schaffen. Yes! Mann, ich muss gleich weinen. Nein, iss einfach deine Garnelen. Boah, die sind ja ekelhaft. Wo bist du überhaupt rausgekrochen? Sieht so lächerlich aus und riecht furchtbar wie verfaulter Fisch. Das knuspert ja auch noch. Gefällt mir überhaupt nicht. Du Ärmste. Aber du musst alles aufessen. Ich weiß. Ich muss die nur in die Schokolade tunken. Das ist einfach furchtbar. Ich kann nicht hinsehen. Also, ich habe alles aufgegessen. High Five, das hast du geschafft. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Schreib uns in den Kommentaren, was war dein Lieblingsgericht?